Merci, Madame Präsidentin. Ich meine, es ist Zeit, dass der Konsens mal ein bisschen gebracht wird. Und das ist ja meine Rolle hier. Ich komme mal oft hier, hier in dieser Chamber, ein bisschen wie an dem Film The Matrix. Ich meine, den kennt ihr alle. Das ist nicht mein Lieblingsfilm bei weitem. Und ihr wisst ja, dass ein bisschen inspiriert und alles in Wunderland. Am Film Matrix gibt es zwei Pillen, die ich kann holen. Die Blaupille, den Herr Feuer, den er schon umgedreht, die Blaupille symbolisiert die Illusion, an einer tranquillen Welt zu leben, aber die aber nicht der Realität entspricht, an die rote Pille, wenn in die schlägt, dann gesagt, die Butter-Realität. Und ich finde den Eindruck, dass die Menschen vielleicht heute an dieser Chamber die Blau-Nato-Pille geschlägt haben. Da baust du aber viel Männer. Da haben wir schon viel die Rot geholt. Das muss ich in der Woche nachher streichen. Wenn ich mit Leuten schwätze, dann höre ich einen ganz anderen Ton. Glücklicherweise. 30 Jahre, lohnt um Enfum, also um Enfum Kalle Krieg, als drum so weit, weltweit, fängt in Rum un über Krieg zu schwätzen. Das geht auf jeden Fall über Krieg gepöspert. Und wir sind aber nicht sogar so weit, dass Leute von meiner Generation, wir sogar auch noch Leute, die mir jung sind, von mir junge Generation, der ging da immer mehr. So, ich werde mich vorstellen, dass der Levin heißt, ob die überhaupt eine gute Idee für Lo zu dieser Zeit kann, auf die Welt zu setzen, weiß die ja nicht. Ja, dir schwätzt vielleicht mal noch mit jungen Leuten. Anfangs 90er Jahren hat aber auch schon den europäischen Kontinent angefangen, den Krieg zu entdecken. Großmächten in das andere, da darum gestärkt sind, Deutschland, nur Mauerfall, waren nicht unbedingt darunter uninteressiert, da der größte Land wie Jugoslawien als ein Nebrücht der Platz gibt, macht für mich klein an ethnisch geprägten Republiken. Und das Summum gauf tun durch Bombardierung von Belgrad, durch NATO erreicht, die weder dem Artikel 5 entsprach wird nach dem internationalen Völkerrecht, natürlich gibt es einen Angriff als Verteidigung von den Menschenrechten durchgestellt an die reellen Gräueltaten von einer Partie von den Serben und natürlich gute Vierwand geliefert. Allerdings waren Serben nicht, bei weitem nicht die einzigen, die nicht lupenrein waren. Also da wirklich nicht mit Demokratie oder Menschenrechten gegangen, wir meinen nicht, mit den Angreifern ein Krieg, der muss sein Handeln immer remnäs justifizieren, der das ein Konstant an der Geschichte. Und das ist natürlich auch ganz agreabel, sich den Gedanken vorzustellen, dass wir, durch Gimmien, die gut wären, an Diana, die Base, dass das ein Denkschema, an dem ich einen Eindruck habe, dass wir rem am Gang sind zu verfallen, weil wir schon nicht dran verfallen sind. Wir lehnen die simplistische View auf, von der Schwarz-Weiß-Malerei von der Welt. Wir lehnen alle Formen von Kampismus auf, der Schwarte steigt vermeintlichen zivilisatorischen Block gegen einem anderen. Also kann, als den von den normalen Leuten, die keinen Krieg wollen, die gegen die Unterdrückung kämpfen, egal als was für eine Nation. Es gibt Bevölkerungen einerseits, und es gibt die, die über die Bevölkerungen verfügen. Ein Krieg, der bricht aus sich normalerweise nicht spontan aus, weil die Masse von den normalen Leuten fehlten. Das ist in Wirklichkeit kein Mensch, der Krieg will. Der normal durchschnittlichen Franzosen, Deutschen, Amerikaner, Brit, Russ, Türk, Belsch oder Lützebäuer, der will keinen Krieg. Keiner will die Männer seine Ressourcen besetzen und kontrollieren. Kein normaler, ehrlicher Mensch spielt mit so perversen Gedanken. Und trotzdem gehen es Konflikte, verschärfen sich immer mehr Konflikte. Woher kommen sie dann? Dann wird als ein neues Name klar, dass sich immer dieselbe Antwort wie 20. Jahrhunderten. Es geht immer an den jeweiligen Ländern verschiedene Oligarchien, die durch Propaganda und auch nach Massenmedien Leute gegen den einen abhetzen. Und es finden sich immer auch naiv Politiker für das Spiel mal zu spielen. Mainstream-Politiker, die kann in Amas aller Schäden produzieren. Wir kennen ja die Bilder auch noch von der Geschichte, als in den Filmen von 1914, wo in teilweise Französisch oder Deutsch Soldaten gesagt, wie sie La Fleur à la main, wie sie gesagt haben, wie sie enthusiastisch an den Krieg gezogen sind, voll mit einem nationalistischen, kriegerischen Enthusiasmus.
Und der will aber eine Sache nicht vergessen, den Enthusiasmus an der Krieg zu sehen, die gehen an der Bevölkerung gut nicht, dem muss das historisch probiert. Die Fotos und die Filme, das wäre Propagandamaterial. Der Krieg, die wurde nicht von der Bevölkerung gewollt, sie haben sogar massiv dagegen rebelliert. Soldaten, das wären ja im Prinzip Arbeiter, Bauern, Kruten, wenn sie nicht ihren Bruder von der anderen Front wollten, umbringen, ein Kurl als Strophe. Denn oder die kommen von Politikern oder von höheren Offizieren, die aus der Bourgeoisie oder aus der Aristokratie gestammt haben, gut protegiert an ihre gemütlichen Salonen. Dafür, nach einmal, Krischer gestern haut, sind an erster Linie Krischer, die herrschend, gegen die beherrschend am Egelland feiern. Wir müssen durchgestellt gehen, dass die Regierungen Chabal vom chauvinistischen Drang von ihren Leuten getrieben haben. Der Gegenteil war vorher. Es gibt eine Konstanz an der Geschichte. Die immer von Krisch an Militärinterventionen schwätzen, hört. Dass sie meistens Herren, heißt auch Frauen, die weder von ihrem Alter noch von ihrer sozialen Position für den Krieg könnten betroffen gehen. An dem Fall ist es natürlich einfach, von Militärinterventionen zu schwätzen. Mehr als längst sind auf jeden Fall dagegen, dass medischer Junker die Uniform drohen, an die muss respektieren, das Leben oder die Gesundheit aufs Spiel setzen, nicht mehr für Großmuschgelüste von einer privilegierten Minorität zu verteidigen. Dafür wollten wir auch ganz genau wissen, was behauptet, dass NATO-Verteidigungsbündnis wir, was wir natürlich verneinen, da muss ich klar wissen, wen ist denn der Feind? Gegen wen soll man uns verteidigen? Wen ist denn Enemy? Wenn ich mir eine Karte von Europa angucke, mit den NATO-Basen, da stelle ich fest, es gibt ein Land, das auf seiner westlichen Flank total encercliert ist. Und das ist Russland. Auch wenn ich kein Freund von der Regierung von Herrn Putin ist, und das sie mir bestimmt nicht, dann ist es trotzdem nicht schwer anzusehen, als verstehen, dass Russland die Vorgehensweise von der NATO als militärische Provokation angesagt. Und ich meine, Dirigenten von der NATO wissen das ja auch ganz bewusst. Als Russland tatsächlich so ein Gefahr für Westeuropa, schon damals am Kalten Krieg auf die Sowjetunion als militärisch Gefahr angesehen, geht, dass der Wirklichkeit der Warschauer Pakt der NATO in der Lehe war. An der Warme Krieg nicht hat Kinten gewonnen. Er wird sehr mehrderisch gewirscht, mehr konventionell nicht gewonnen. Die militärische Gefolge werden herabgespielt, für Militärbudgeten zu erhöhen und zu legitimieren. Heute ist die Situation wahrscheinlich noch ähnlich. Das ist wahrscheinlich sogar so, dass Russland militärisch nach Männer bedeutet. Also, da hätte ich just blank zu wählen, wenn ich guckt, Russland hat den Militäretat ungefähr so, wenn ich vielleicht ein bisschen über die Portionen diskutieren, von 70 Milliarden Dollar, die USA sind bei 600 Milliarden Dollar, den Vereinigten Königreich 56 Milliarden, Frankreich 46 Milliarden, das wundert mich, hat gedurch für ihn gedreht, Deutschland 36 Milliarden. Und da muss ich noch bedenken, dass, wenn die Staaten ihr Militärbudget der EU-Membern auf 2% erhöhen geben, wird für eine destruktive Militärkapazität und das gibt durchstellen. Das ist eine militärische Konfrontation mit Russland, wird zwar kein Zucker schlecken, aber wir für Russland nicht zu gewinnen. Die militärische Abwertung aber von Russland denkt auch schlussendlich dem Herrn Putin selber, den er so seiner Bevölkerung gewissen Nationalstolz zurückgeht, nur den humilianten Jelzin. Jahren. Und das nutzt hier natürlich aus, als ein Klick von Oligarchen, für hier eine Muschbasis daheim zu verstärken. Kann ich aber sagen, dass ja das Regime von Herrn Putin großen Gewinner ist, vom NATO-Säbelrasseln. Herr Präsident, zur sogenannten Sicherung von unseren sogenannten Interessen muss ich nicht mehr unterscheiden. Ich gebe gerne einen Keier, ich meine, das müssen wir heute machen, den Exerzis, weil wir sind äußerst eurozentrisch. Ich weiß nicht mehr von Europa, Europa, Europa. Wir vergessen, dass es nach anderen Plätzen auf der Welt ging. Aber wenn die Logik umdrehen. Wenn wir davon erhalten, wenn zum Beispiel gewisse Länder wie China oder für ein bisschen mehr an Science Fiction ranzugehen, der Kongo zum Beispiel, die Potenzial, die Kapazität hier hat, wenn sie für so ein Hei als Interessen, als Vitalinteressen, ökonomisch Vitalinteressen, die sind am Mittelmeer, aber wir müssen sie da verteidigen gehen. Weil wir haben Tendenz, das auch zu sagen, dass wir unsere Interessen bis an den Hindukusch muss verteidigen müssen. Ich kann daran erinnern, dass der ehemalige Bundespräsident von Deutschland, den für ein Kämmel ehrlich war, die sagt, wir müssen noch eins da
für den als Handelszwecker Kriecher am Ausland feiern, weil du sich ein reell enger Wörigen spricht, mehr aber ein äußerst zynischer Wörigen spricht, das müssen den Hut, du findest, holen, für einmal ein kreatorisch gesucht zu haben. Um wen sein Interessen geht es dann überhaupt? An den schmengend Leid, du bleibst sie noch am Gang, das zu verstehen. Es geht auf Wirklichkeit um wirtschaftliche Interessen, am nicht die von den europäischen Bevölkerungen selber, weil es schmengen, die wirtschaftlichen Interessen für große Gruppen an Europa, an den USA, die sind diametral mal opposiert zu den Interessen von der Bevölkerung selber. Ich meine aber, dass Gründe für optimistisch zu sein, weil unter dem Zweiten Weltkrieg wird wenigstens der Westen von Europa, vielleicht den Osten, in einem gewissen Sinn, aber nicht so stark, aus sich kirchliche Krieg mehr erlebt. Ich meine, das ist auch eine psychologische Erfahrung. Und komme auch noch eine Sache dabei, es geht immer mehr schwer, für den Leuten Sachen zu verklicken. Die Medienlandschaft hat sich verändert, die klassischen Medien verlieren einen Einfluss. Das ist teilweise gut, teilweise schlecht. Ich weiß nicht, hängt von den Medien auf. Neue Medien gewannen einen Einfluss, das ist teilweise gut, teilweise schlecht. Ich finde ihn von allem da. Aber ich meine, dass man sich anders das informieren kann, an sich erkennen immens viele Sachen herum, die aus sich immer nur im solchen Szenario auflaufen. Und ich meine, wenn die Wege von mehr warmer Konfrontation abgeschlagen sind, meine ich, dass ganz viele Leute auch noch viel jünger, weil sie ja immer am meisten betroffen, die werden genug klare Kappen für zu sagen, hey, mit ihrem Krieg ohne uns. Herr Präsident, wir meinen, dass NATO ein Gefahr ist für den Weltfrieden. Spätestens nach der Intervention in Libyen muss es eng klar sein, wohin der Weg feiert von der NATO. Ich gehe nicht an, ob die Charakterisierung vom Regime von der Jamaria an, über den ich viel misszuhen. Wir sind uns eins, für zu sagen, dass die Lotsituation in Libyen eindeutig mehr schlimm ist und noch nie so schlimm war. Aber wahrscheinlich auch noch mehr schlimm als wir nach dem italienischen Kolonialismus. Und das ist eine direkte Konsequenz von der Militärintervention, die der Kader von der UNO-Resolution gesprengt hat und die auch Libyen gesprengt hat. Und das ist auch ein weiterer Nährboden für den Terror von ISIS an Daesh, den hast du gelöscht ging. Sie ist Pacem Parabellum gedoft übersät, mit wenn du Frieden willst, dann berät der Krieg viel. Das wird natürlich der römische imperialer Logik entsprach. Dabei sind sich aber Philologen nicht immer so ganz eins, was das wirklich genau bedeutet. Das könnte auch bedeuten, wenn du heute Frieden willst, dann musst du daheim für Krieg sorgen. Und wir merken, dass schlussendlich die Logik nicht abgeht, weil, wie wir auch in letzter Zeit gemerkt haben, kann sich auch der Krieg importieren und sie natürlich immer auch Unschuldiger, die den Blutzoll müssen bezahlen. Es gibt aber auch noch einen anderen Spruch, den ist vielleicht mal bekannt. Ich komme am 19. Jahrhundert von einem französischen Saint-Simonien, das ist zwar nicht unbedingt meine Tasse Tee, den Herr Barthélemy Enfantin. Den hat das Zitat auf Latein anders, das formuliert: Si vis pacem, para pacem. Wenn du Frieden willst, dann berät der Frieden viel. Das ist nicht naiv. Weil wenn in der Begegnung gibt behaupten, dann muss man gucken, in welcher weltweiten Situation wir sind, aktuell, die nicht brillant ist. Weil schlussendlich, nicht mehr weltweit, kann ein, wenn ich nicht mehr eine weltweit gerechte Abteilung von den Ressourcen hat, ein Handel, der nicht auf Kästen von den armen Ländern gefeuert wird, wie das der Fall ist, eine Weltordnung also, wo die Menschen überall von den Ressourcen profitieren können, die am Überfluss sind, als das ist der Weg für den Frieden. Wir machen genau den Gegendeel. Wir machen den Gegendeel mit dieser Außenpolitik, wir machen den Gegendeel mit dieser Handelspolitik, sind noch oft darüber angegangen mit diesen Handelsverträgen, den hier immer unanimement, immer hier so einfach ungesiegt. Wir können immer die Amerikaner kritisieren für ihre Imperiallogik und für ihre Ressourcenklau. Wir Europäer sind eindeutig nicht besser. Wir vielleicht mal noch mal, wir hätten mal sie, wären wir genauso schlimm. Ich will doch noch ein kleines Wort zum Comprehensive Approach. Weil ich habe gesagt, dass ich schon mal Bussi bei der NATO. Das ist schon etwas Schönes, die Comprehensive Approach. Comprehensive Approach, das ist ja in Afghanistan entwickelt. Und so ist die Comprehensive Approach, das ist Postkolonialismus. Das nennt ihr so. Weil es geht darum, Zivilgesellschaft, die ONG und so weiter mit an den militärischen Operationen mit anzubannen. Das heißt auch, und das wird ja auch Caritas International an einem Bericht schon für bald 10 Jahre gesucht. Es geht darum,
die Zivilbevölkerung mit anzubannen, für dass sie können gegen Aufständische, wen das auch immer ist, können militärisch mit anzubannen. Das heißt, wenn sie will frissen, dann musst du auf dieser Seite sein. Das ist ein postkolonialer Approach, weil es war immer so, also am realen Kolonialismus nach bis am 19. Jahrhundert hat es genauso funktioniert. Loge das natürlich bescheinigt. Herr Präsident, die Regierung hat konfirmiert, dass Lützebüsch nicht will, die Verteidigungsetat auf 10% vom Budget herabzusetzen und das natürlich zu begrüßen. Und so eine Erhöhung ist natürlich illusorisch und das ist auch die Meinung von der Armeegesellschaft, wie auch ihre Präsident heute 900,7 gesagt hat. Das ist genauso richtig, auch zu sagen, dass den Militäretat nicht an den Stabilitätskriterien mit soll abbrechend gehen. Wir sind froh, wenigstens auf dem Punkt, dass die Regierung an die Richtung geht. Aber es geht nicht durch. Wir erleben zurzeit eine dezidierte Politik von der Regierung für eine Militärpolitik als ökonomisch nicht weiter auszubauen. Wir meinen, dass das nicht nur falsch ist, sondern auch gefährlich ist. Bis jetzt war es so, dass Lützebüsch immer gekonnt hat, hat von einem größeren Land wie Frankreich oder Deutschland eisende Pranger gestaltet hat, wenn es also Finanzpraxis ist, dass wir wenigstens keine Rüstungsindustrie hätten. Wir werden zwar weiterhin keine Rüstungsindustrie am klassischen Sinn abbauen, wahrscheinlich nicht unbedingt, weil wir es nicht füllen, wir werden es sowieso wahrscheinlich nicht können. Aber wir entwickeln trotzdem einen Militärkomplex, mit dem einen evidenten wirtschaftlichen Impact hat. Das wird ja offen gesagt. Das heißt, Ölo aus der Armee ein Teil von unserer ökonomischen Diversifizierung. Als das tatsächlich ein Teil von unserer nachhaltigen Wirtschaftspolitik. Als das wirklich ein Teil von unserer kacki geringer Politik an der Nachhaltigkeit von dieser Regierung. Wir sind nicht naiv. Wir wissen, dass ein Zusammenhang zwischen der Militärindustrie und der Wirtschaft nicht neu ist. Dass der Standpunkt für Lützebüsch aber renforciert wird, als nicht zu begrüßen, weil es an unserer Aufhängigkeitsspirale treibt, die als Ökonomie nach mehr von militärischen Überlegungen innerhalb von den NATO-Interessen, also US-Interessen, aufhängig möchte und dementsprechend Militärpolitik nach mehr von ökonomischen Überlegungen aufhängig möchte, wie das bis jetzt der Fall war. Aber wir haben nicht schon ein paar gesagt, wann es sich zu einem militärischen Stützpunkt möchte, da geht es noch eindeutig mehr zu einer militärischen Zielscheibe. Davon aufgesehen muss ich mich vorstellen, wie wir das organisieren, was wir alles bezwecken. Ich meine, wir haben auch nach verschiedenen Dependen am Kader von der Alliance Ground Surveillance 120 Millionen Euro. Das ist ja den Drohnensteuerungsprogramm, den ja Überwachung muss machen. Und das ist natürlich eine eminent wichtige Rolle militärischen Operationen für Überwachung und für Reconnaissance zu machen. Davon aufgesehen muss ich mich vorstellen, dass Drohnengekriegs das wird gefeuert, das ist nicht gerade chevaleresk. Wenn in Hannah den Bildschirm sitzt, wie bei einer Playstation quasi, sind da ja die das machen. Schon die Israelien, die bombardieren regelmäßig Palästinenser, da man da Hannah den Bildschirm. Da gesagt natürlich auch nicht, wie zerfetzt kann er auf Rasien. Mais what? Mit den enormen Summen, die sie ja dann verdoppt der Politik von der Budgeterhöhung von 0,4 auf 0,6% für 2020, nachdem es das auf Wales festgelegt wird. Und da muss ich aber auch sagen, dass die Amerikaner gut gespielt haben. Sie zutretieren nämlich hier Depensen und ihren europäischen Vasallen, pardon, und ihren europäischen Partner, apropos Vasallen, oder gleichwertige Partner, wie das immer so behauptet wird. Wissen Sie, wie ein aus der NATO austritt? Gibt ein Artikel 13 von der Charta von der NATO. Ich lese den ein Kehr 4, auf Französisch, weil auf Englisch wäre es nicht zu lauschen. Après que le traité aura été en vigueur pendant 20 ans, toute partie pourra mettre fin au traité en ce qui la concerne, un an après avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation. Das ist nicht der Generalsekretär zu Brüssel, oder all einer Regierung, das den Destinatär aus zu Washington. Ja, entschuldigen Sie, Herr Nu, merci. Das ist eine Präzisierung. Ja.
Ich wollte dich nicht politisch vorstellen, Herr Wagner. Ich wollte dich schützen, dass das konform zum Droit international publik, weil du sind den Depositär vom Traité de l'Atlantique Nord. Aber wenn das nur Lützburg gewesen wäre, dann hätten sie die Lützburger Regierung müssen notifizieren. Mit der das nur nicht der Beweis von der Dominanz von Amerikanern, mit das einfach ein Froh von der Prozedur, rein prozeduraler Demarsch von der Deposition von dem Traité. Merci. Also, denn du sind Depositär von diesem Traité, das können wir akzeptieren. Die zweideutige Attitüde von der NATO als vermeintliche Verfechter von Wert, Verfechter von Werten wie Demokratie und Menschenrechte, den lässt sich auch nach Graz gut ein Beispiel von der Türkei gesehen. Also, es braucht nicht den Herrn Erdogan zu haben, für Menschenrechte von seinem eigenen Volk mit den Fäßen zu trüppeln, respektiv von seiner kurdischen Bevölkerung. Das hatte man auch schon für drin. Nicht nur unter den kemalistischen Militärdiktaturen, sondern auch unter den Zivilregierungen, die kemalistisch geprägt waren, ob christdemokratisch oder sozialdemokratisch, die auch gefoltert und torturiert haben. Viel Kommode von uns im Prinzip auch an Kurden auch. Aber das haben wir toleriert am Kader von der NATO. Den NATO-Partner Türkei, die konnte das machen, solange Roger Mipsche war par rapport zu den US-amerikanischen Interessen. Also wieso? Griechenland war auch eine Militärdiktatur und hat kein Problem innerhalb vom NATO-Bündnis. Portugal, Salazar, Portugal, die faschistische Diktatur, die konnte auch integriert gehen am großen Verfechter von Demokratie und Menschenrechte, was die NATO auf Wirklichkeit aus. Es hat noch ein bisschen mehr zu sagen, wir schwenken dort Flamme. Dafür werde ich fertig. Herr Wagner, pardon. Wir haben nicht Flamme, wir haben eher Rierzeit als aufgelegt. Mit der Dienstleister da doch nicht aus, ja. Ja, wir, dir führt doch nur im Prinzip, Angriff ist die beste Verteidigung. Ob Schittwa Fall wollte ich noch aufschließen, dass wir aber als die Link hoffen, dass geschwind den Herr Jean-Luc Mélenchon, Präsident von Frankreich, geht, weil die gibt dann dem Herrn Trump einen Brief schreiben, für zu sagen, dass Frankreich raustritt, und wir hoffen, dass auch die Lützburger Regierung sich so richtig darunter inspirieren. So nicht, merci.